Du. Hallo, ich bin's wieder, Anna. Heute stehe ich bei extremen Minusgraden, bei minus 10 Grad hier in der Natur und möchte euch heute witzigerweise von meiner Wüstenerfahrung etwas persönlicher erzählen, was ihr auch im Text dann wiederfindet. Und zwar geht es darum, wie ein kurzzeitiger Ausstieg aus deinem Alltag dein Leben langfristig verändern kann. Viele Menschen verbinden mit der Wüste eine ganz, ganz große Freiheit. Endlich mal tun und lassen, was man will, endlich mal alles auf sich wirken lassen. Meine Erfahrung war vor vielen, vielen Jahren, im Jahr 2008, als ich dort am Start des härtesten Ultramarathons der Welt stand, die Erfahrung, dass ich mich festlegen musste und erst da die persönliche innere Freiheit erlebt habe. Es ging gar nicht so um diese körperliche Leistung dort. Es war wirklich diese mentale Herausforderung zu lernen, wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich mich auf die wesentlichsten Dinge über eine Woche lang fokussieren und darauf konzentrieren? Und da entstand diese ganz große Freiheit, natürlich auch landschaftlich, was einigen auch zum Laster wurde, indem sie dann eben nicht mehr weiterlaufen konnten, weil die Freiheit, von der sie sich ganz viel versprochen hatten, zur großen Misere geführt hat und sie aufgeben mussten, weil sie es einfach alles nicht mehr gepackt haben. Ich will dich heute dazu ermuntern, wenn dich jemand in die Wüste schicken will oder du jemandem sagst, ich schicke dich gleich in die Wüste, weil jemand missgebaut hast oder du sogar angeklagt wirst dafür, dass du dich einfach ein bisschen in die Natur rausbewegst, dir einfach einen tollen Spaziergang gönnst oder einfach Bewegung gönnst und mal einfach klar wirst, okay, was kann für dich Freiheit bedeuten, wo kannst du dich wieder mehr fokussieren. Bis bald, tschüss!